Ups, ich bin hier ganz oben. Grüßt euch, liebe Gitarrenfreunde. Man muss ja mal ein bisschen professionell irgendwie versuchen zu arbeiten. Sonst wird man ja völlig unbeachtet. Ja. Dies ist Solo-Gitarre Teil 2. Okay? Ich mal kurz das Mikro ein bisschen höher. Wurde mir ja echt gesagt, ich soll irgendwie von oben ins Mikro reinsingen. Ja gut, ist ja auch nicht schlecht. Okay, Soli-Gitarre bedeutet nichts anderes als versuchen zu singen. Ja? Ich zeige euch jetzt einfach mal vier Töne. Ja? Die stammen aus der A-Pentatonik. Beziehungsweise fünf Töne. Also es ist in der, also fängt irgendwie auf der D-Seite im fünften an, ne, und dann geht es zum siebten mit dem Ring. Das brauchen ja manche Leute noch, die sind da teilweise auch nicht so fähig, Tabulaturen zu lesen, wo es mit 3 und 5, also wie gesagt, also 5, 7 und dann geht es auf die G-Seite, 5, 7. Was ich denn noch mache, ist dann noch das Ziehen auf der, also hier im siebten Bund auf der G-Seite. Da lasse ich alle drei Finger drauf und wieder loslassen. Fünfte Bund. Mal jetzt nur mit diesen Tönen. Ich mache keine andere, okay? Zur Anregung. Sorry für meine Beleidigungen mit diesen Tabs, aber also wirklich, ihr macht euch das einfach viel zu kompliziert alles so, ne? Hallo, gucken, spielt mit den vier Tönen und gut, ja? Ganz kurz mal. Okay, damit das Ganze nicht so verkümmert in da vier Tönen im fünften Bund, kann man das jetzt mal ein bisschen erweitern, ja? Erinnert euch. Jetzt geht man hier hin. Was ist das überhaupt? Also achte Lage, man zieht jetzt hier in der zehnten den Ton. Lässt wieder los. Und auf der H-Seite dann, keine Ahnung, 7, 8, 9, 10, auch zehnten wieder, ne? Ja, wenn man jetzt das andere Riff weitermachen will. Achte Bund, jetzt hier im neunten auf G, wieder achte Bund H, ja und hier im zehnten Bund. Gemogelt, aber also das sind jetzt die beiden Dinge. Jetzt kommt nochmal der Beat, wo ich beide zusammenspiele. Ja, dann kommt ein anderer Teil dann noch. Achtung, 3, 4.
Yes, also war zweite Teil von Solo-Gitarre. Versucht einfach, okay. Geht weiter. Naja, ich gebe noch ein paar andere Sachen.